Also abgeschlossen, okay. Hecke ist. Irrer Typ, Junge. Geile Sau. Die. Radar schlägt aus, ne? Wofür? Scarface, ne? No? Was ist denn das? Nee, die ist hässlich, glaube ich, ne? Die ist hässlich. Die ist nicht hups. Das ist auch mal eine Reaktion, ne? Ja, geh mal Haare schneiden. Was können wir für Sie tun? Ja, was? Was können wir für Sie tun? Ja, viel. Ich habe Fragen. Dann schießen Sie mal los. Ja. Ich hab ein Gummi, ne? Ich hab ein Gummi. Was mache ich Gummi. damit? Eine Gummiplatte? Was hab ich? Ist das eine Gummiplatte? Ja. Eine Gummiplatte können Sie Sandalen. irgendwo weiterverarbeiten, ja, zu Sandalen. In der Da gibt's eine Sch Sandalenfabrik. ja, da gibt's eine Schlappenfabrik, so nennt sich die. Ja, und mit Zement. Das können Sie direkt verkaufen. Wo? Beim Exporteur. Also Zement haben Sie ja mit Sicherheit aus Gesteinen gemacht, Kies. die dann zu Kies verarbeitet wurden und dann das Kies wurde dann zu Zement verarbeitet. Und das Zement können Sie dann beim Exporteur verkaufen, genauso wie die Schlappen, die sie dann irgendwann auch haben. Okay, danke schön. Ja, Ja, kein Problem. ich sollte mich ja melden. Warum denn? Ich fange an. Ich bin bereit. Wer hat Ihnen das gesagt? Was? Naja, wer hat Sie bestellt, dass Sie heute hier antreffen sollen? Ja, ich? Ich soll das hier Nehmen Sie. übernehmen. Kollegen, Die als Vorschlag haben mir das noch. gesagt, die von ganz oben. Die da. Wie heißen die denn? Sotolo. Sotulu. Ja, Der okay, hat ich bin gesagt, Sulu. Schmoker, Guten Tag, der Herr. geh zur Polizei und Was darf es denn richte. sein? Und hier Soll bin ich. meinen Waffenschein vorzeigen. Den Waffenschein, ja? Aha. Das kann ganz interessant werden. Warten Sie mal ganz kurz. Frau Severide? Abend. Hallo. Kommen Sie mal ganz kurz. Hier. Ja. Vater, vier, der Erste. Ja, So, vielen ja. Dank. Denn? Ja, Didi okay, didi Sie haben einen didi ganz didi. interessanten Ansatz. Ja, Herr dann Smoker, schießen sagen Sie Sie los. mal. Was soll, hallo, hallo. Hallo. Ja, Jetzt was ist erzählen Sie denn noch Ihr mal. Ansatz? Was? Jetzt erzählen Sie noch mal mit der Ja, ich Berufung. habe. Haben Sie mein Taschentuch? Ein Taschentuch. Ein Taschentuch, ich habe Schuhe, ich auf der Stirn, machen Sie Ich hole mal Ihnen abwischen gerade alles hier. eins. Ja. Puh. Jetzt erzählen Sie ihr das doch noch mal. Das ist die, die Ihnen helfen kann. Ich Ja? bin jetzt mal kurz auf Klo. Ja. Na, wenn Sie ihr Okay. das sagen, dann kann sie auch die nötigen Schritte einleiten. Ja, das ist gut. Damit sollte man nicht Ja, spaßen. wer ist Hier, die Frau? bitteschön. Dankeschön. Dann mal abwischen alles. So. So, Herr Smoker, jetzt erzählen Sie doch noch Herr mal. Kollege, Ja. Können Sie mich vielleicht von Ich draußen bin da. Wer ist die Frau denn? Ich bin der Chief. Ja, ich bin da. Wir sind Schmoker da. ist mein Name. Schmoker. Smoker. Ja, wie Okay. befohlen da. Wie Ich befohlen soll da? mich hier melden, ich soll richten, haben die mir gesagt. Ich Wie fang sollen. ja an. Haben die mir gesagt. Ihnen wurde gesagt, dass Sie hier anfangen. Ja, ich Wer soll hat den das denn Bums gesagt? übernehmen, haben die gesagt. Ja. Ach so, Ja. okay. Und wer hat das gesagt? Sotolo. Wer? Sotolo. Wer ist das denn? Das ist der von oben.
Der von oben, von ganz oben, aus dem Himmel, kommt aus der. Aus dem Himmel? Mit seinem Raumschiff. Hm. Reden aus einem von... Raumschiff? Ja. Reden Sie von Cthulhu? Nee, Cthulhu. Cthulhu. Und ich soll das hier übernehmen, alles. Und der wohnt im Himmel? Der wohnt weit weg in einer anderen Dimension, auf einem anderen Sternenrhythmusträger. Wissen Sie, was ich meine? Ich möchte ja auch ein Raumschiff haben, aber mir fehlt noch der Hyperantrieb. Ja. Fehlt mir noch. Ja. Haben Sie vielleicht eine alte Waschmaschine, die Sie nicht mehr brauchen hier? Eine Waschmaschine? Mhm. Nee. Oder aber ich kann Sie gerne anrufen, sobald wir irgendwie mal was haben, was wir aussortieren müssen. Ja. Ja. Okay. Wie ist die Nummer? Meine oder Ihre? Ja, Ihre. Damit ich Sie anrufen kann, wenn ich was brauche. Ja. 555. Ja, warten Sie mal. So, 555. 606. Ja, habe ich. 765. Und die Name steht da? Hayley Severide. Wie? Hayley? Hey. Severide. Warte mal. Hayley. Ja. So. Vielleicht, wenn das einfacher für Sie ist, können Sie auch nur Hayley hinschreiben. Nee, ich habe jetzt Audeli geschrieben. Audeli. So, rufen Sie mich dann auch an? Ja, aber ich habe doch Ihre Nummer gar nicht. Also, ja, möchten Sie den haben? Ja, dann kann ich Sie anrufen, wenn hier was ist. Ja, da, normalerweise bin ich nicht so ein Schneller, ne? Aber ich mache bei Ihnen eine Ausnahme, ne? Ja. Mache ich jetzt bei Ihnen mal, ja. Das ist kann man ja mal machen. Ja. Ja, 555 60 ja 85 ja 21 okay. Und Sie heißen Schmoker okay. Mit SCH, ja? Ja. Okay. Deckname Hugo. Hugo. Deckname. Okay. Ja. Frage, waren Sie Hugo Betrugo? Was? Wir hatten mal einen Zwischenfall gehabt mit einem Hugo Betrugo. Nö, kenne ich nicht, den kenne ich nicht. Ähnlich. Nö, kenne ich nicht, kann ich Ihnen nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Ja, Sie rufen mich an, ne, Frau Haudeli? Hayley. Ja, ja. Ja. Rufen mich an, ne? Ja, ich rufe Sie an. Ja, dann komme ich vorbei und übernehme alles hier, ne? Ja, okay. Ja. Dankeschön und schönen Tag noch. Den wünsche ich Ihnen auch. Ja, danke. Und grüßen Sie Ihren Freund aus dem Himmel. Was? Grüßen Sie Ihren Freund aus dem Himmel. Ja, muss ich warten, bis der wiederkommt, ne? Okay. Die wollen ja hier runterkommen. Ihr seid dann alle weg. Wir sind dann alle weg. Ja, weil ich auserwählt bin. Ich bin der Auserwählte. Ja. Und nur wer von mir die heilige Weihe empfangen hat, darf mitkommen, ne? Okay. Der Rest wird ja, weg. Aber dafür, dass ich Sie jetzt gerade so unterstütze, darf ich doch bestimmt mitkommen, oder? Ja, Sie können auf jeden Fall. Ja, jetzt? Nein, nicht jetzt. Also, ich wohne da hinten am Park, ne? Ich hab's nicht so mit der Außenwelt. Ich kenne da niemanden. Ich hab Angst. Ja, kein Problem. Ich wohne da am Park, 47. Ne? Okay. Ist meine Klingel. Ja. Ja. Okay. Ja, schönen Tag noch. Tschö. Gleichfalls. Leck mich am Arsch. Leck mich. Tschö. Bitte? Ja. Oh. Ist das Hayley gewesen? Von TL? Ja, du weißt Bescheid. Kein Problem. Leben ist kein Wunsch. Könnte sein, ne? Nee? Nein? Okay. Ich dachte, wäre Hayley von TL gewesen, ne? Wie viele Hayleys es immer gibt, ne? Das ist schlimm. Das ist schlimm. Reef One, Dankeschön für den dritten Monat. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Junge. So.
Haley hat hier einen anderen Charakter, achso. Können ja nicht alle Annabelle heißen, das stimmt allerdings. Das ist eine Einbahnstraße, ne? Ja. Katzenkommando, wie geht's hier? Ich muss mal gucken, ob. Warte mal. Vielleicht ist der ja da. Lass mal gerade gucken. Was ist denn das denn jetzt hier? Tetris oder was? Ich werde bekloppt, wa? Jetzt kannst du hier Fluffy Board und Tetris spielen? Was ist denn das? Auswählen Gesetze? Hä? Alter, ich werde bekloppt, wa? Hammerhart, oder? Was ist denn das? Oh. Herzlich willkommen bei Finder. 100.000 Matches bislang sprechen für sich. Finder ist die beliebte App in Los Santos, um neue Leute kennenzulernen. Holla die Waldfee. Matchen, telefonieren, daten. Finder ist einfach und macht Spaß. Herze Benutzer, die dir gefallen. Wenn du der anderen Person auch gefällst, it's a match. Oh. Yes. Ja, mach mit. Ich will auch Finder. Gib deine Rechte. Ja, die weiß ich doch nicht. Jetzt kann ich mir nur abschreiben, oder was? So. Warte mal. So. Telefon. Das machen wir mit, Junge. Telefonnummer aufschreiben. 555-60-8521. So. Hier, Finder. Okay. Weiter. So. 608521. Lade dein Profilbild hoch. Ist das nicht eher ein Ernst, oder? Jetzt ohne Scheiß. Alter, ich werde bekloppt. Das geht ja echt. Das geht ja echt. Wie Hammer ist das denn? Wo habe ich jetzt mein Smokerbildchen? Mal gucken, weiß ich noch nicht. Choose a file. Muss ich das haben? Nee. Wie geht das jetzt? Ist das Pflicht, ein Bild hochzuladen? Der Finder-Doktor. Ja, da muss ich mal kurz, wartet mal. Da muss ich mal kurz so machen. Ich habe wieder den schönsten Mann hier gerade. So, lass mal gerade gucken. Ich muss mal. Und vor allen Dingen, wie groß darf das sein, ne? Das ist ja auch die Frage. Choose a file, okay. Nein! Ja. Okay. Nö. Nö. Nein. Nein. Oh, nein, zurück! Na! No. Scheiße. Nee. Aber sind hier 100 Männer und 2 Frauen oder was? Was ist denn hier los? Nee. Das sind doch nur Typen, das ist ja wie im Real. Ist das Bestimmung? Das kann doch kein Zufall sein, oder? Ja, natürlich. Oh, geh weg. Das kann kein Zufall sein. Das ist Bestimmung, ist das. Das ist Bestimmung.
die haben alle so Ingame-Bilder, ne? Wie mache ich sowas? Ich weiß nicht, wie das sowas geht. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Wir müssen uns einen schönen Hintergrund suchen. Ich will auch so ein schönes Bild haben. Wie geht das? Normalen Screenshot, ist das nicht zu groß? Also du meinst jetzt hier so Druck und dann bei Paint einfügen, ne? So meinst du das, oder? Ingame-Bilder. Ach so. Der ist doch ein Ingame-Bild, oder? Der Hut? Siehe Regeln. Ach so. Drucktaste und dann einfügen. Okay, dann machen wir das. Einen schönen Hintergrund. Warte mal. Ach, hier gibt es ja gar keinen Vanilla Unicorn, ne? Scheiße. Wo ist denn hier der Puff? Fuck. Ja, toll. Hier irgendwo der Puff, ich weiß aber nicht wo. Scheiße. Wir testen das mal aus. Warte, wir machen mal ein Bild hier. Wir machen hier ein Bild. Nee, das sind alles Schrottkarren hier. Haben wir kein schönes Auto hier? Warte mal. Nee, sieht nicht schön aus. Auch nicht schön, ne. Machen wir schnell ein Bild. Stimmt, mit dem Ingame-Bild, das hatte ich gelesen, aber war mir gerade nicht so geläufig. Wir stehen hier. Oh, guck mal hier. Autos. Schöne Autos. Ja, natürlich. So, ne? Drucken und... Ja. Jo, Mann, kann ich dir helfen? Was? Ob ich dir helfen kann? Warum? Ja, weil du so vor meiner Karre stehst. Ich warte auf den Bus. Wartest du auf den Bus? Ja, auf den Bus. Hier kommt kein Bus. Natürlich kommt hier ein Bus. Das ist Linie 12. Nach Norden. Ich warte hier. Darf ich hier nicht stehen? Hier ein Bus kommt. Ja, hier kommt ein Bus. Also ich habe da vorne eine Bushaltestelle gesehen, aber hier? Wo? Ja, Straße runter. No. Ja, danke schön. Ja, gar kein Problem. Ja. Tschö. Ja. Ich kann mich auch Bilder machen hier. Ja. Okay. Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, da bin ich. Okay. So. Speichern und. So. Ja. Kannst du ruhig einsteigen? Probier nochmal. Ja, warte. Probier nochmal. Manchmal durch die Vibrationen.
So, okay. Das kann ich mal noch. Das wusste ich mich gerade, wie ich gemutet bin. Pete420, danke schön für 9 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Und Nudi, vielen Dank für 10 Monate. Dankeschön für den Support, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Und Styler, ein neues Sub. Styler, dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, Styler. So, okay. So, jetzt lass. Oh, warte mal. Eierdelle. Eierdelle anrufen. Oh, hier. Löschen bearbeiten. Nee. Wie geht das denn? Eierdelle. Ach, das SMS, ne? Hallo. Karte. So, die Sandalen, ne? Papierhersteller. Schlappenfabrik. Hier können wir das Gummi hinbringen. Okay, machen wir das schon mal. Dann haben wir den Scheiß auch weg. Und dann den Zement verkaufen dann, ne? Und die Schlappen. Gummiplatten? 2 Stück, okay. Was ist denn das? Was ist denn jetzt? Kaputt oder was? Oh. Hans Wurstner, Inkwummen. Was? Okay, Gegenstände werden verarbeitet. Ich muss mal gerade eine WhatsApp schreiben. Okay, was habe ich jetzt bekommen? Badelatschen, ne? Flipflops. Okay. Jetzt haben wir Zement und Flipflops und jetzt können wir zum Exporteur und das verkaufen, ne? Für hunderte, tausende von Dollar. So.
Der wird jetzt in nächster Zeit wieder streamen, Stefan, Dranzieher. Jetzt in nächster Zeit wieder. Alles gut. Okay. So, Exporteur. Wo haben wir? Hier. Da unten, das ist der Exporteur. Da fahren wir jetzt hin. Den Zement verkaufen. Wieso habe ich denn immer noch Reifenteile? Hä? Den Zement verkaufen und die Flipflop. So. Fahrradtür ist auf. Hallo? Ja, hallo? Hallo, machst du mal die Fahrradtür zu? Dann kommt aber nicht genug rein. Ja, ich helfe dir mal, warte mal. Nö? Ja, hier, mach nochmal zu, das Ding. Da kommt aber nicht genug rein. Ah, nicht genug was rein? Luft. Also, sie haben ein Cabrio. Ja, aber ich hab Fußpilz. Das egal, zieht dann nicht richtig. So, machen wir mal zu, das Ding hier jetzt. Tür zu machen. Halten Sie mal fest. Ja. Ja, danke. Lassen Sie bitte zu beim Fahren. Ja, ja, klar. Oh, danke. Schnell, der hat Fußpilz, hat er gesagt. Ja. Ach ja. Ja, Ampeln, ne? Nicht so interessant. Was habt ihr denn jetzt schon wieder? Hä? Der war nett, ne? Ja, der Polizist war nett. Der war echt nett. Ich glaube, hier war ich noch nie, wa? Oder? Ich glaube, hier war ich noch nie. Keine Ahnung. Der Sakara! Sakara, danke schön für den Sub. Oh, fuck. Vielen Dank. Für den Support. Dankeschön. Nee. Fahren Sie mal bitte rechts ran. Herr Smoker? Nö. Ja. Ich habe gerade gesagt, dass Sie die Fahrradtür zumachen sollen. Ja, aber der Pilz, der wird nicht trocken. Der Doktor hat gesagt, immer jo Zug auf die Füße. Wieder auf. Was? Was? Die Fahrradtür ist schon wieder ja, auf. Der Doktor hat gesagt, immer jo Zug auf die Füße, damit der Pilz trocknet. Was soll ich denn machen? Hat der Doktor mich gesagt. Wollen Sie mal gucken? Nee. Nö. Wenn Ihre Füße mal eine ordentliche Durchlüftung brauchen, ne? Ja. Wie wär's mal, wenn Sie mal am Strand spazieren gehen? No.
Da habe ich Sand zwischen den Zehen. Ja, du gibst ja auch Wasser, kannst ja wieder abspülen. Also. Aber dann wird der Pilz wieder feucht. Ja, Herr Smoker, hören Sie mit Ihrem Pilz auf, ne? Das Ding ist, Sie dürfen nicht mit einer offenen Fahrertür fahren. Darf ich nicht. Dann dürfen Sie nicht. Ich habe Ihnen gerade einmal gesagt. Wenn ja, Sie dann machen. Ja. Hören Sie zu, wenn Sie es nochmal machen, dann kriegen wir beide ein Problem. Ne? Weil damit gefährden Sie Personen, damit gefährden Sie Fahrzeuge, damit gefährden Sie sich selber und Ihren Fußpilz auch. Ja, haben Sie ja recht, Herr Officer. Möchten Sie Ihren Fußpilz gefährden? Mein Fußpilz gefährden? Möchten Sie Ihren Fußpilz gefährden? Nein, möchte ich nicht. Also, dann lassen Sie die Tür zu. Ja. Gut, machen Sie mal zu der Tür. Da tut mir leid, Herr Wachtmeister. Ja, kein Problem. Nein. Nicht nochmal jetzt, ne? Nein, nicht nochmal, ne? Gut. Schönen Abend noch. Ja, auch. Alles okay? Ja, wir hatten einen Boot Fußpilz. Eieieiei. Die meine ich ja doof, ne? Die warten jetzt bestimmt irgendwo. Haben die Großansatz wegen Fußpilz? Ja, bekloppt, ey. Trickser. Grüß dich. Wo muss ich denn hier fahren, ey? Alter, das war hier unheimlich, ne? Hier kannst du aber schnell überfallen werden. Code Smoker, Vorsicht, der Mann hat Fußpilz. Ja. Ah, hier, guck. So. Wie geht das denn jetzt? Warte mal. Muss das alles im Auto haben, glaube ich, im Kofferraum, ne? So. Auto wurde gestoppt, okay. Jetzt mal gucken. Kofferraum auf. Blue Line, ne? $15 Flipflop 5. Alter, dafür so viel Aufwand. Was? Für $30. Wow, hat sich echt gelohnt. Also. Toll. Jetzt habe ich aber immer noch Gummi und so eine Scheiße, ne? Was ist denn das hier? Motorradgeschäft, Fahrradgeschäft oder sowas, ne? Accessoireladen, was ist denn das? Was ist denn das? Was für Vögel, war? Ari, grüß dich, wie geht's dir? Ari, ich muss mal gerade Nase putzen, warte mal.
Aber ich würde natürlich auch gerne rausfinden, ja, wie das Problem aussieht. Nein. So. Oh fuck. Okay. Elias! Dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb. Elias! Und Hardy hat. Hardy Hardcore. Dankeschön für den Sub. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Hardy Hardcore. Der Hut wird nicht ange- der Hut wird nicht angezeigt hier im Auto. Citro-Gamer, na? Ach ja, aber ich froh, wenn die scheiß Erkältung jetzt komplett war. Der Sick, ey. Kasa, wie geht's dir? Shepard, ach Shepard, Homestate. Wie geht's dir? Auf Homestate spiele ich. Ja, alles gut bei dir? Der Onkel Shepard, auch schon so ein Urgestein, den ich auch schon ewig kenne. Shepard, ich war bekloppt, ey. Ach ja, Benny Luise, Server. Hut auch, okay, danke. Liebe Grüße aus der Pflege, am Strand mit Fußball ist nicht so gut. Warum? Gleich Shepard ist, ja genau. King Tilt und Berlin Flow, ne? So, gehen wir mal gucken, was man da kaufen kann. Vielleicht habe ich habe heute schon 2 Tassen heiße Zitrone getrunken. Ja. Reinrassige Dreilochstute, na? Erdbeerkäse, schlaf gut. Kingtilt-Vögelchen. Oh, was war das denn hier? Disco. So, jetzt hier lang. Okay. Ach, dann bist du ein anderer Shepard, okay. Warum nicht auf True? Aus Gründen. Ja, dann bist du ein anderer Shepard. Weil ich kannte einen Shepard, den kann ich noch von der Arma-Zeit. Ein Shepard. Dann bist du das nicht. Entschuldigung. Smoker, du Raudi. Hä? Wie weit ist das noch? 1 Kilometer. Aber danke, okay. So, hier. La la la. La la la. Alter, bist du nur rechts und links am Fahren hier. Lulatsch, na? So, hier muss das doch irgendwo sein jetzt, ne? Ach, das ist doch nicht der Maskenverkäufer, oder? Kriegt man noch Masken, ne? Papier, wie geht's dir? Oh, guck mal. Oh. Masken, Brillen, Ohrringe. Accessoires, was sind das denn? Ach so, was ist das? Ach so, okay. Nee, brauchen wir nicht. Hat sie. Oh Gott, okay. Ich dachte schon, ich hätte die Scheiße gekauft.
Westen, so. Da brauchen wir auch nie mehr hin. Hier kann ich jetzt auch noch ein Hotel, hier kann ich auch noch schlafen. Und hier. Ja, cool. Erstmal gucken, ob das, wie das aussieht, ob das schön ist. Fahren wir hier hin. Gumball! Gumball, danke schön. Dankeschön für 27 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Der Gumball. Meine Mom schaut, findet dich sympathisch. Schaut zum ersten Mal mit. Hey, yo. Wie jung ist denn deine Mutter? Und grüß deine Mama. Grüße gehen raus. Steven aus dem Block. Fällt mir gerade was zu ein. Hey, yo. Ich würde gerne mal deine Mutter kennenlernen. Zurück zur Brause. Diese Brause ist enorm. Ja, die gute Ahoi-Brause, ne? Ja, so. Okay. Weiter. So. Meine Mama hat jetzt abgeschaltet. Vom Ayo. Ich stell doch noch gar nichts her, Saperon. Ich stell doch noch. Hier ist ein Hotel, ne? Ist hier noch was frei? Das ist viel schöner als am Park. Guck mal. Mit Pool. Hier unten, ne? Ne, hier. Ne, hier ist schon alles belegt, ne? Scheiße. Hier ist schon alles belegt, okay. Ja, ja, kenne ich. Kenne ich das Lied, ja. So, und dann ist hier noch ein Hotel hier oben, ne? Das ist doch viel geiler als wie hier da am Stadtpark. Hallo. Ja, hallo. Ja. Kann man dir weiterhelfen, ne? Was? Moment, kann man dir weiterhelfen? Ich weiß eh nichts, Moment. So, Motor aus. So, bitteschön. Kann man dir weiterhelfen? Ja, ich hab hier mal geguckt wegen Zimmer. Ist voll. Nee, echt? Ja. Ja, schön Pool hier, ne? Danke. Ja. Ja, gut, dann... Fahr ich mal weiter. Schönen Tag noch. Ja. So. Hau rein. Was? Hau rein. Ja. Ins Pedal. Ja, Pedal. Mach mal Füßchen so. Ja. Ja. Ja, ich gehe ein Stückchen. Ja. So. Ja. Ghetto war das? Das war Ghetto? Ach du Scheiße. Die ganzen Kriminellis. So. Ja. Wie geht das her? Ja, muss ja ordentlich fahren. Jetzt muss ich mal einfach gucken, warte mal. Da kann ich nicht wohnen. Ich will da weg vom Park. Hier ist voll. Dann hier ist auch voll. Ist das eine Scheiße? Das ist Luxus hier oben, glaube ich, ne? Hier wohne ich. Hier ist Scheiße.
Hier ist auch scheiße, ist direkt das. Müssen wir mal gucken, warte mal. Vielleicht hier oben? Warte mal, wenn das nicht so toll. Was ist denn das hier? Spieler, wie Spieler? Ah, da kann man bestimmt ein Auto verkaufen, ne? Wir fahren mal da zum Motel. Mal gucken, vielleicht da. Ja, was frei. Scarface! Scarface, danke schön für den Sub. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir, Scarface. So. Nein, schlaf gut. So. So. Die schneiden Penis mit Hoden ab? Wer? Was? Wer? Das waren rote, ne, oder? Das sind die Blutz, ne? Die Blatz. Teufelstanz, ne? Nur die sind gefährlich. No. Was ist denn hier los? Was ist denn da? City Hall. Ach, Führerschein, ne? Ja. Führerschein. Linux grüße ich, ne? Linux. Klamsi, alles Junge, alles. Gummiverkauf, alles hast du verpasst. Ey, wo ist denn das hier? Das ist aber weit ab weg vom Schuss, ne? Kenne das Auto, das du gerade mit göttlicher Macht geschoben hast. Welches Auto, was ich geschoben habe? Ich habe kein Auto geschoben. So. Oh. Oh. Richmond Hotel, ja. Okay. Ja, gerne. So, warte mal. Alter Schwede. Das ist bestimmt teuer, oder? Aber das sieht auch scheiße hier aus, ne? Mystic Master, ne? $40. $40. In einer Stunde oder was? $40. Das, Alter, aber Moment mal. $960 am Tag? Ne, $40 am Tag, ne? Ja, $40 am Tag. Das wäre ein bisschen teuer, oder? Aber hier gefällt mir das auch nicht. 24 Stunden, ja, hab ich das auch gesehen. Nee, gefällt mir das nicht. Hier ist das scheiße. Sieht scheiße aus. Hier will ich gar nicht wohnen. Ich will auch damit zum Pool da was haben hier, wie die hier. Die zwei Motels. Hier ist Friseur, ne, hier gibt's sowas nicht. Das ist bei der Bank, das Hotel, das ist auch scheiße. Das hier weiß ich nicht, wa? Das hier kenne ich nicht, warte mal. Was ist denn Teufelstanz? Wohnen bei dir im Internet? Ganz im Norden gibt's Hotel. Ja, noch weiter weg, ne? Noch weiter weg vom Schuss. Natürlich. So. Wohnwagen, ja, Wohnwagen, ja. Das wäre interessant, so ein Wohnwagen, so ein Ghetto-Wohnwagen. Von da oben im Norden. Das wäre gut, ja. Aber ich glaube, die gibt's nicht. Ach, das ist auch. Ich habe auch eine 100K-Leitung. Ich habe einen Upload von 50
Ja, 50, 55. Ein Download von 60 ungefähr, ne? 65. Und sobald ich ein Spiel ziehe, kann sich der erst nicht mehr unterhalten, oder? Das ist unglaublich. Na, Kushi? Alles gut bei dir? Das Kushi. Ach, das Galaxy, okay. Nee, das ist auch hier. Guck mal, das ist auch wieder scheiße. Hier, da. Van Garstenberg Hotel ist das. Ja, nee, das ist... Das ist scheiße. Nee, das sind doch keine Wohnwagen hier. Gibt's hier diese Kneipe nicht? Dieses, was war das? Yellow Inn oder was? Was ist das denn hier? Asservatenkammer? Hä, was? Was ist, wie Asservatenkammer? Teak! Dankeschön für 27 Monate. Vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, sehr lieb von dir. Wondana. Seitdem ich heute diese kackneue, ich hab heute neue heiße Zitrone, diese Beutelchen, ne, die in warmes Wasser oder heißes Wasser kippst du geholt. Seitdem ich da heute eins von getrunken habe, von den neuen, habe ich irgendwie Magenprobleme, wa? Warum grün? Ja, ich habe ja auch mit einer 16.000er Leitung angefangen, damals 2014. Die von der APO sind mega. Die habe ich ja heute geholt. Aber ich irgendwie mit Magenprobleme war. Keine Ahnung. So, das müssen wir auch noch machen. Wir müssen mal, warte mal. Hier unten, ne? Ja. Gehen wir mal tanken. Alter Scheiße, die waren da. Da dreht sogar der Opa im Video die Arme. Jesus. Danke für deine super Unterhaltung. Junge, das sind 100 Euro. Das sind 200 Mark, wa? Vielen, vielen Dank. Das ist überaus grüßt so großzügig von dir. Dankeschön. Ingolf Eiermann. Ballert mal Liebe raus für Ingolf Eiermann. Herzliches Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Jesus, Maria und Josef. Dankeschön. Wow, brauche ich Zigarette. Oha. Wo wollte ich jetzt hinfahren? Tanken, ja. Verrückt. Circa 750 dänische Kronen, ja. Circa 3280 Yen. Syndikat grüße ich noch. Ich weiß gar nicht, wen ich schon. Wen ich schon lange nicht mehr streamen gesehen habe. Dass mir die Tage aufgefallen ist. Curtis. Curtis Cash. Schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, wa? Naschkram. Ich rechne nie in Mark, nur in Pizza. Doch, ich muss in Mark rechnen. So, gehen wir mal schnell tanken. Kusch, Bruder, Kusch. Hört es mal. Hä? Alter, Ingolf, du hast doch gerade schon 100 Euro donated, wa? Ingo, Schatz. Der Ingo haut hier nochmal 10 Zap. Erst 100 Euro und jetzt 10 Zap-Geschenke. Bist du des Wahnsinns? Übertreibet nicht. Sonst gibt es Haue. Ingolf! Alter Schwede.
Vielen, vielen Dank für 10 Subs. Dankeschön, dass du das für uns machst, oder? Für die Community, für mich. Vielen, vielen Dank. Nochmal Liebe in den Chat. Herzlich willkommen, Losting, Tom, C2, Samplex, Herbert Hahn, Till Henning, Jan, Meatgrinder, Zexanger und Funker LP. Herzlich willkommen. Dankeschön, Ingolf. Ah ja, Mann. Dankeschön. Boah. Curtis macht aber auch. Ja, ja. Aber ich habe den lange schon lange nicht mehr gesehen, oder? Ja. Das war mal schön mit dem, Curtis. Smoker und Curtis war. Ja. Curtis streamt nicht mehr. Echt? Okay. At all, nichts zu danken, gerne. Dankeschön. Curtis streamt nicht mehr. Ach ja, warum das? Okay. Schauen wir mal gerne mit Curtis zu tun gehabt. Smoker und Curtis. War mal geil. Ninina. Grün hat Ingolf Eiermann ein Subgeschenk. Grün, vielen Dank. Dankeschön für das Subgeschenk. Und herzlich willkommen, Ingolf Eiermann. Herzlich willkommen in der Ballerbursch. Ja. Und Helvis, Kinder, was ist denn hier los, Ecken? Helvis, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support, den du mir mit dem Sub gibst. Dankeschön. Hey, Junge. So, danke. So, dann mal gucken, wie das geht. So. Letonon grüßt dich. Ah, jetzt. Okay. Mamba. Engelchen. Mamba haut ja auch ein Subgeschenk raus. Und zwar an Peter Wurst. Peter Wurst, herzlich willkommen. Und vielen Dank, Dat Mamba. Dankeschön. Dat Black Mamba. Ihr seid jeck. Falsch getankt, Rip? Nee, das Benzin. Hat er letztens gesagt, ich soll Benzin tanken. Isst du gerne Burger? Ja. Ja. Wenn wir sie mal machen, ja. Klar, logisch. Logisch. Ich weiß noch, wir haben einmal so einen Riesenburger gemacht. Da waren die Kinder auch hier. So mit so einem Fladenbrot, ne? Mit so einem Kilo Gehacktes drauf und sowas alles, ne? Ja, 3-4 Tüten Käse und so. Ja, war schön. Gummibärenbande, ne? Kermitzel, wie geht's dir? Alter, was ist denn hier los, ey? So. Okay, vollgetankt, ne? So. Wolle, danke schön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Danke schön. Wolle. So. Jetzt ist die Frage, wie komme ich von hier aus? Nee. Wie komme ich von hier aus? Dass ich den Hut anziehen kann. X-Taste? Hauptmenü. Ah, warte mal. Nee. Alter, was ist denn das? Warte mal. Warte mal. Hä? Ich stell mal vor, die Polizei hält mich an. Ich zeig einen Fuckfinger. Ask me. Weißt du? Seid ihr bekloppt oder was? Seid ihr irre?
Ey, was geht denn hier los? Die Clowns von Arma. Oh ja. Oh ja. Was ist hier los? Why? Warum? Ask me, Gerrit, du weißt nicht, wer die Haley von True Life hier? Erinnerst du dich an Bukake? Haley ist doch nicht die Japanerin. Oder? Nee. Ask me, danke schön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Und KF Style haut 25 Euro raus. 50 Mark Spende für Bürger. Vielen, vielen Dank für die 25 Euro. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Und Pommes haut 20 Euro raus. Grüße von den Clowns, falls du uns noch von Hammer kennst. Ja. Ja, lange, lange her, ne? Pommes, Dankeschön. Vielen Dank für die 40 Mark. Dankeschön. Und Aprilion haut einen neuen Zap raus. Daumen hoch dafür. Vielen Dank, dass du das machst. Dankeschön. So. Getankt. Warte mal, können wir mal gucken fahren. Hier ist ja nichts zum Wohnen oder so, oder? Ist hier aber zum Wohnen? Nee, ne? So. Ne. Ne. Hier kann man nicht wohnen. Seid ihr bekloppt, oder? Ja. Ja. Wolle. Wolle, du Miststück. Vielen Dank für 200 Mark, 100 Euro. Jesus, Kinders. Schließe mich Ingo an. Tolle Unterhaltung. Ja, mach ich doch gerne. Vielen, vielen Dank für so viel Geld, wa? Dankeschön. Baller mal Liebe raus für den Ingo, bitte. Nicht für den Ingo, Entschuldigung. Alter, der macht mich schon bekloppt, wa? Für den Wolle. 19 Wolle, 75. 4 Jahre jünger als ich, der Wolle. Dankeschön, recht herzliches Dankeschön. Das ist viel. Ihr macht einen bescheuert hier, ey. Ja. Was soll man da sagen, ne? Woran hat sie liegen? Ja, wo wollte ich jetzt hinfahren? Ich weiß das gar nicht mehr. Inge, Jesus. Getankt hatten wir gerade, ne? Ja. Ja, Park. Wir fahren Park, glaube ich, ne? Oder wo ich. Ich weiß nicht mehr, wo ich hinfahren wollte, keine Ahnung. Genau. Ingo ist schon wieder weg. Hä? Liebe für Wolle. Also. Soßenbinder, wie geht's dir? So. Auf zum Park, mal gucken, wer der ist. Du könntest dich halt endlich mal frei machen. Da bist du scharf drauf, ne, oder? Und du zierst dich. Ach so. Alter, Vitti. Schnatze, du musst dich echt mal aufs Knie legen, oder? Glasrohr, alles gut, danke schön. Mir geht's auch gut, Soßenbinder, danke schön. So. Ich weiß auch, was ich mache. Ich weiß auch, was ich mache. Bin ich jetzt doof? Ich bin doch hier am Park, ne?
Was? Wie wird das denn ausgesprochen? Zenix. Was? Zenix, it's mine? Was? Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, wa? Zenix, it's mine. Haut dich auf 5 Subgeschenke raus. Vielen, vielen Dank für die 5 Subgeschenke. The night is. Oh ja. Ja, the night. Vielen, vielen Dank für die 5 Subgeschenke. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Herzlich willkommen, der Kali, Alpha Meo, Ridas, Deux und Sasana. Herzlich willkommen. Ja, the night is mine. Genau. Dankeschön. Och, Herr, der arme Gerrit, ne? Ja. So, wartet mal. Bin ich gemutet? Ich bin die ganze Zeit am Labern hier und ich weiß gar nicht, ob ich gemutet bin, oder? Ja, ich bin gemutet, okay. So, pass mal auf jetzt. Motor aus. So, jetzt müssen wir konzentrieren. Wo ist denn hier mein Dings? Hier. Hör mal, habt ihr nichts kleiner? Hä? Habt ihr nur noch Grüne im Portemonnaie oder was ist hier los? Bei mir wird auch mal wieder Zeit für ein kleines Danke für deine tollen Streams. Der Pulver Toastman, der haut hier auch 100 Euro raus. 200 Mark. Vielen, vielen Dank. Kinder, was ist denn los hier? Ich hab doch gar keinen Geburtstag. Oder Weihnachten ist auch vorbei. Alter Schwede. Dankeschön. Auch an dich. Vielen, vielen Dank. Für so viel Geld, wa? Dankeschön, Pulvertoastman. Ballert mal lieber in den Chat. Sag mal, Gerd, hast du heute Geburtstag oder so? Nee, gar nicht. Gar nicht. Oh, guck mal, the night is mine. Erst haut das Subgeschenk raus und jetzt subt er hier selber rein. Dankeschön. Vielen Dank für den Support, den du mir mit dem Sub gibst. Dankeschön. The night is mine. Habe ich ja dort gelernt, ne? La Pulver Toastman. Ohne Flachs, danke. Ihr seid irre. Was wollte ich jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich mache. Oh doch, ich weiß, was ich machen wollte. Nö. Hallo. Weil wir dich lieben. Ach so. Ja, okay. Ja, meine Frau liebt mich auch, aber von der kriege ich nicht so viel Geld. Das werde ich gleich mal prüfen. Werde ich mal sagen, Schatz, hör mal zu. Liebst du mich doch, oder? Ja, ja, raus mit der Flocken. Oh, Herr. Gerrit, alles Gute zum Geburtstag. Nee, hab ich nicht. Ja, Gerrit, merkst du was? Ja, ich merke was. Meine Zigarette ist auch schon ausgequalmt hier. Mach das nicht, sonst stehst du auf der Couch. Ich stehe sowieso gerade wieder kurz vorm Couch-Sleeping. Weil ich aufgrund der Erkältung Nase zu. Ich habe zwar diese Nasenspreizer hier, ne? Damit ich mehr Luft kriege beim Schlafen. Aber die helfen nicht so viel, wenn du erkältet bist. Und ich habe richtig. Letzte Nacht war wieder richtig schlimm, wo ich geschnarcht habe. Ich richtig Ärger gekriegt, ne? Die hat mich beinahe wieder mit der Fernbedienung im Kopf gehauen im Schlaf. Und die hat mir schon angedroht, ich kann wieder auf der Couch schlafen gehen jetzt, ne? Ja. Weil ich höre dann nicht. Dann sagt die immer, dreh dich um, ne? Aber ja, ich höre nicht, ist mir egal. Und dann morgens kriege ich immer. Und die hat mir ja schon mal mit der Fernbedienung auf den Kopf gehauen. Wir haben so für den Receiver so eine normale Fernbedienung, kennt ihr ja, ne? Und dann für den Fernseher, die ist doppelt so dick wie die Receiver-Bedienung und auch lang und schwer, richtig, ne? Und dann tuck, kriegst du einen im Kopf hier nachts, ne? Und dann wirst du wach, natürlich durch den Schmerz und Aua!
ne? Und weiß von gar nichts. Ne? Ich sag, was haust du mich? Ja, dreh ich um. Ja. Tolle Frau. Mhm. Nasenspreizer, warte, doch, das gibt's. Für Schnarcher. Dann kriegst du, ich habe hier oben hab ich eine Verengung hier in den Nasengängen. Und dann, dadurch kriege ich weniger Luft, schwieriger Luft. Und dann gibt es so Nasenspreizer, verschiedene Modelle gibt es da. Und ich stecke sie einfach in die Nase rein hier. Dann wird das geweitet hier oben. Ja. Genau. Warum kriegst du keine Antwort? Hot Haley. Ich habe die bei Tinder getroffen. Hot Haley. Sind Sie die Frau von Finder mich? So. Das würde ich gerne mal sehen, was bei dir gerade im Schlafzimmer abgeht. Junge, das willst du gar nicht erleben. Danach bist du geschockt, ne? Ja. Ich habe eine Hausstaubmilbenallergie, auch Herr. Und habe dadurch, dass ich schlechte Luft bekomme, auch manchmal Kreislauf. Ne, die habe ich nicht. Also Kreislaufproblem habe ich nicht. Aber hier, das Atmen durch die Nase, ne? Ja. Davon bekommt man aber Segelnase. Was ist denn das? Was ist denn eine Segelnase? Was ist denn eine Segelnase? Was ist das? Der hatte gedacht. Barex. Meine Frau schnarcht auch. Ach so. Eine fette Breite. Kriegt man echt davon? Dann tue ich die gar nicht mehr rein. Ich habe ein zierliches Näschen. Die antwortet mir nicht, wa? Blöde Kuh. So. Ja. Wie komme ich wieder zurück? Ist das der Johnny Laser? Sie sind das. Nee, ich dachte, hallo. Ich dachte, Sie sind der Johnny. Bin was? Ich meine Mutter aus. So, hören Sie mich gut? Besser? Ich höre Sie, ja, hallo. Hören Sie mich auch? Ja. Ach du Scheiße. Ich hab gedacht, Sie sind der Johnny. Der hat auch so komische Dinge auf dem Kopf. Der Johnny? Der Johnny, ja. Schützt er sich auch vor den Hamstern? Was? Hat er auch was von den Hamstern gehört? Von den Hamstern? Ja. Wissen Sie das noch nicht? Nö. Oh, das ist ganz interessant. Also, passen Sie mal auf. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Sie müssen diese Information wirklich an jeden verbreiten. Denn nicht unbedingt was mit Hamstern zu tun. Haben Sie was mit Hamstern zu tun? Ja. Mögen Sie Hamster? Ich esse die. Oh, das ist positiv. Das ist gut. Also, passen Sie auf, okay? Ich war in so einem Geschäft und da waren ganz viele Hamster und einer, der hatte ja Aber auf jeden Fall wollte ich wissen, was das ist, weil ich hab das gar nicht gesehen. Und naja, dann habe ich halt das Häuschen hochgehoben und da waren ganz viele Hamster aufeinander. So gestapelt. Wissen Sie? Und ich wollte wissen, was die da machen. Warum stapeln die sich, diese dummen Tiere? Und dann wollte ich die zur Seite so räumen und dann war das halt so, dass mich einer gebissen hat. Und dann wusste ich einfach, dass die eine Bombe bauen. Und ich bin mir sicher, dass das die Bombenkraftstufigkeit Nummer 11 ist, was zwar noch okay ist, weil es weniger als 8 ist, aber schon mehr als 13. Und da wird schon gefährlich, finde ich. Und wir müssen die ausrotten. Und mit dem Biss markieren die einen. Die wissen jetzt, wo ich bin.
wenn ich in der Nähe bin. Und mit diesen Dingern auf den Kopf hat man, ich habe das gehört, damit schützt man sie. Ja, und darum trage ich sie. Alles okay? Uff, ja. Okay. Ja. Die haben es aber auch eine Bombe. Ich glaube schon. Eigentlich bin ich mir sicher. Aber die Meerschweinchen, die sind da mit in so einer Sache, weil ich hatte auch einen Hamster zu der Zeit. Und ich habe meinen Hamster ins Meer geworfen, weil ich dachte, hey, du Assi, wieso verheimlichst du mir das? Wir reden über so viel. Und er weiß meine peinlichsten Geheimnisse. Der Hamster weiß das alles? Ja, ich bin mir ganz sicher. Und der stand bei dir im Zimmer und hat alles gesehen. Er hat alles gesehen, aber darauf kommt es nicht an. Ja. Es kam nicht darauf an, es kam darauf an, dass er mir nie was gesagt hat. Und ja. Dann habe ich den ins Meer geworfen. Aber ich bin mir sicher, der lebt noch und der ist noch hier irgendwo. Ich habe da gestern einen Hamster gesehen. Das könnte meiner gewesen sein. Und ich bin Wie sah denn dein Hamster aus? Braun-schwarz mit weißen... Das war der braun-schwarz, da hinten habe ich den gesehen. Nein. Doch. Nein. Hab ich, wenn ich das so sage. Und klar. Braun-schwarz war der. Ja, jetzt, der hat nämlich, der sah richtig böse aus. Ja, der wird auch richtig böse sein. Mann, ja. Diese verdammten Meerschweinchen. Der war aber nicht alleine. Was? Der hatte schon. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat der Freunde gehabt. Ganz viele schon. Ja, die sind echt gefährlich. Die sind Mistviecher. Ja, pass mal auf, mein Kind. Ich packe mal mein Auto. Ich komme gleich wieder. Nicht weglaufen, ne? Ja, ja. Ich laufe nicht weg. Ja, das nehme ich mal. So. Ah, nicht anmachen. Auto mal wieder. Rum. So. Die ist ja total irre. Alter, Dodri, bist du von Sinnen, Junge? Dankeschön. Ihr habt echt nur noch 100 im Portemonnaie, ne? Auch Dankeschön an dich für 100 Euro, für 200 Mark, für so viel Geld. Ballert ihn nochmal bitte Liebe raus für den Dodri, der hier auch 100 Euro donated hat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dodri. So, jetzt ist meine Zigarette schon wieder weg. Ich muss mir erst eine drehen. Ich brauche eine Kippe, Alter. Ich habe da heute noch mit dem Projektleiter von Homestead drüber gesprochen. Nee, nicht Projektleiter. Oder? Nee, mit dem Supportleiter. Mit dem Steve, glaube ich. Supportleitung ist der, ich weiß. Ist auch egal. Mit dem Steve aus dem Support. Und mit Oma und Opa da am Flughafen. Und da sagt er auch, er hatte sich gewundert, dass ich so ruhig war in dem Moment mit der Oma und mit dem Opa. Da habe ich dann einfach nur gesagt, es ist wirklich so, in solchen Momenten genieße ich das, ne? Dann höre ich gerne zu, was die sich da aus dem Kopf drücken, ne? Ja. So, jetzt brauche ich mal eine Kippe, Alter. Die ist ja komplett durch. Die ist ja fertig. So, okay. Auf geht's. Nö. Hallo. Mädchen. Ja, hallo. Ja. Name. Mein Name ist Mila. Mila Morgan. Warum trägst du einen Pulli, wo Goofy draufsteht? Goofy? Du hast. Weiß ich nicht. Ich hab du hast da so ein gesehen. T-Shirt, guck mal, da steht Goofy. Ja. Ja. Ja, was bedeutet das? Das hat Goofy. Ja, heißt das, ich bin gut? Das heißt, wie hieß dein Meerschweinchen, was dich sucht? Johannes. Das heißt, du bist nicht sicher. Nicht sicher? Nein. Oh, wie werde ich denn sicher? Du wirst sicher. Wer hat dir das denn erzählt, da oben mit den Antennen am Kopf? Weiß ich, glaube, das war Alex. Wer ist denn Alex? Weiß
weiß nicht, den habe ich da an diesem Abend kennengelernt. Mit meinem Freund Rainer war ich unterwegs und dann kam Alex zu uns. Ja, so ein Freund? Nein, ich habe keinen Freund. Ein Freund, ein Kumpel. Also ein Kumpel, ja, habe ich auch. Ja. Habe ich auch. Ja, ich kann dir nur eins sagen. Dein Meerschweinchen Johannes, ne? Ne, mein Hamster war das. Hamster Johannes. Nur mit denen unter einer Decke. Der kennt Cthulhu. Wer? Der kennt Cthulhu. Wer ist der? Cthulhu, kennst du nicht Cthulhu? Ne, ist das ein Freund von dir? Pass mal auf, okay. Das behältst du aber für dich, ne? Ja. Nicht weiter sagen. Heb deine Hand und sag, schwöre. Ich schwöre. Okay, ich stell mich mal neben dich. Nimm an dir die Hand wieder runter. So, und pass mal auf. Wie hieß du nochmal? Gabi. Mila. Mia, ja. Nein, so. Mila. La, Lala, ja. Mila. Mila, ja. So, guck mal oben in den Himmel. Ja. Na, da oben. Siehst du die Wolken? Ja. Siehst du die große Wolke da oben neben dem großen Tower links? Ja. Hinter dieser Wolke ist ein Raumschiff. Ein Raumschiff? Von den Außerirdischen. Außerirdischen? Ja, das ist Cthulhu. Die warten da mit ihrem Mutterschiff, die kommen runter. Die wollen mich holen. Echt? Ja. Und wann? Wenn die Zeit reif ist. Ich muss hier einen Alien-Landeplatz bauen. Für Raumschiffe, für UFOs. Ein Alien-Landeplatz? Richtig, ich bin nämlich der Auserwählte. Ich bin der hohe Priester der alten Inkos. Oh, ich wünschte, ich wäre auch sowas. Was macht man, was kann man so, wenn man Du das kannst hat? Die alten Schriften der Inkos lesen. Ne, die waren noch vor den Aztateken da. Die haben alles beherrscht hier auf Erde, ne? Echt? No, ja. Kann ich das auch? Was, ein Aztateke werden? Die, ja. Nee, die gibt's doch gar nicht mehr, die sind ausgestorben. Aber können die nicht wiederkommen? Nee, die Aztateken, die kommen nicht mehr wieder, die waren ja vor den Inkas da. Du kannst, ich könnte dich vielleicht zum hohen Priester weihen. Oh, echt? Ja. Oh, wie denn, wie denn? Ja, indem ich dich reinige. Schon sauber. Nee, nicht so wischiwaschi mit Wasser. Richtig reinigen, deine Seele und alles. Meine Seele? Ja. Dir wird dann, pass mal auf. Ja. Hör mir gut zu. Ich höre doch. So. Ich könnte natürlich auch dich von innen reinigen, wenn du willst. Und wie macht man das? Ja, dann stecke ich was in dich rein. Und was zwar so meine Hand in deinen Bauch. Soll ich das mal tun? Soll ich da mal... Ich leg mal die Hand da rein. Bleib mal... Warte. Oh, da ist was drin. Bleib drin. Da ist negative... Bleib doch stehen da. Du hast doch Energie im Bauch. Wie das kitzelt. Du musst dich konzentrieren. Ich muss dein Karma ziehen. Ich muss dein Karma, schlechtes Karma rausziehen. Ich habe kein schlechtes Karma. Du hast negative Energie in dir. Ja, das ja. Kommt, weil letzte Nacht habe ich nicht gut geschlafen. Mit wem hast du geschlafen? Nein, ich habe nicht gut geschlafen, habe ich nicht. Hat nicht gut geschlafen. Hast du Albträume? Nee, ich habe doof gelegen, wie ein doofer Pisser habe ich gelegen. Weißt du, das ist, wenn du so liegst? Und du krümmst dich wie eine Katze im Schlaf. Ja. So schlafen dumme Pisser. Das hat mein Papa immer gesagt. So schlafen dumme Pisser. Und davon tut der Nacken weh. Ja. Ja, das tut mir auch alles immer weh. Ja. Pass mal auf, Herz. Ja, du, Mila, ne? Mila. Ja. Hast du Tille, Handy? Ja, das hab ich hier. Ja, pass mal auf. Da sind auch Spiele drauf, wie Tetris. Ja, pack die bloß nicht an, ne? Die nehmen dich ein. Nicht spielen, ja, die beobachten dich dadurch. Oh,
Oh. Ja, gib mal deine, wie heißt das? Nummer. Nummer? Meine? Nee, warte mal, ich drehe mich mal um, ich guck mal, sind hier noch andere Leute? Warte mal, muss mal gucken hier gerade. Nee, hier ist keine. Ja, natürlich deine. Okay. Entschuldigung. Was? Moment mal. Guck da. So, gib mal Nummer. 591 416. So, Mila, ne? Mila. Hab dich hier im Buch drin hier. So. Okay. Ich gebe dir auch mal mein Handy hier, Nummer. Ne? Wie heißt du denn? Schmoko. Schmoko? Ja. Schmoko. Schmoko. Ja. Jared. Jared? Jared. Jared, ja. Schmoker, Jared. Ja, ja. Lass mal. 555? Ja. 6085? 21. Ja. Hast du? Der mit dem komischen Hut. Was machst du da? Was hast du jetzt da geschrieben? Eine Beschreibung. Wie Beschreibung? Ich kann eine Beschreibung machen, wenn ich eine Nummer hinzufüge. Und ich habe dich beschrieben. Also. Der mit dem komischen Hut. Also nicht komisch von hässlich, also schon irgendwo auch, aber nicht so hässlich, dass man nicht. Also du kannst ja ruhig tragen. Also dir steht er. Ja. Der sieht witzig aus, meine ich. Ja. Ja. Ja, ich gehe jetzt gleich. Ich gehe jetzt gleich wo gehe ich denn gleich hin? Ich weiß ja nicht mehr. In Hotel. In Hotel? Okay. Ja. 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 Bist du? Da war ich auch schon. Mit mir? Nee, warst du nicht. Nee, allein schon. Also, hör mal. Ne. Ja. Ja. Wann stehst du denn morgen auf? Damit ich nicht zu früh anrufe. Auf, wenn ich will. Ja, was heißt, wenn ich will? Wenn ich möchte, dann stehe ich um 2 auf. Wenn ich möchte, stehe ich um 3 auf. Wenn ich möchte, stehe ich um 5 auf. Um 4, um 10 oder um 8. Ja. Und die anderen zahlen dann nicht. Ja, nee. Pass auf. Pass mal auf. Dings hier. Ich funk dich da mal an morgen Abend. Ich werde lass länger schlafen und dann werde ich dich mal funken. Dran funken. Ja, telefonieren heißt das. Ach so. Ja, okay, funken. Ja, funken. Dann werden wir zweimal funken gehen. Hier, Telefon gucken hier, ne? Telefon. Ja. Ja. Gut. Angucken? Ja. Ich habe mein Telefon schon angeguckt, ich weiß schon, wie das aussieht. So, warte, das ist... Darf ich was fragen? Oh mein Gott! Ich sehe gerade, deine Füße sehen echt gruselig aus. Meine was? Deine Füße. Du solltest keine diese Sandalen tragen.
Ich hab Fußpilz. Ich muss Luft an den Pilz lassen. Das ist ganz normal. Pass mal auf, wenn ich meinen Finger zwischen meine Zehen stecke. Warte mal. Das ist ja eklig. Nee, das ist nicht eklig. Das ist nicht voll. Hast du das überhaupt schon mal probiert? Nee, ich hab das noch nicht, aber ich hab gehört, also dann sag doch nicht, du kannst ja nicht sagen, das war, wenn du das noch nie probiert hast. Aber... Warte, aber ich hol mal was raus, warte. Nee, lieber nicht. Lieber nicht, okay? Nee, lieber nicht. Nein. Nein. Nein, das war ja auch nur Spaß, würde ich doch gar nicht tun. Ja. Ekelhaft, okay. Ne? Ja, das ist wirklich ekelhaft. Mein Papa, der hatte Lungenkrebs. Und ich wusste nicht, warum da ein Krebs in seiner Lunge ist. Und wie der da reinkam. Wer? Der Papa? Ja, mein Papa. Wo reinkam? Na, in die Lunge, weil er Lungenkrebs hatte. Oh, das tut mir leid. Ja, der ist daran gestorben, weil der Krebs hat seine Lunge aufgegessen. War die ganz weg? Die war wohl ganz weg und dann war Och, Herr. Och, Herr, das tut mir leid. So, pass mal auf. Ja, wie alt bist du überhaupt? Ich bin 2 und 3. Was? 2 und 3. 23. Ja. Ach du Scheiße. Ja, pass mal auf, dann ich ruf dich morgen Abend mal an, ne? Ja. Ja. Okay. Und dann reden wir weiter über Johannes. Johannes, ja. Das ist mein Hamster. Ja, hast du mir doch schon erzählt, das weiß ich doch. Ach so, ja. Ja. Entschuldigung, manchmal vergesse ich Sachen. Ja, kommt mir bekannt vor. Ja. Gut, Luise, dann würde ich sagen, bis Fehler. Ja, Fehler. Bis morgen Abend, ne? Ja, morgen Abend. Ja. 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 Ja, gut. Ja. Ja. Ja, nicht ich jetzt, ne? Ja. Wohin? Wie, wohin? Wohin gehst du? Gehst du auf die Strandparty? Auf was für eine Party? Eine Strandparty. Nee, ich geh ins Hotel. Ach so. Ich und Hotel. Okay, viel Spaß. Ja, dir auch. Ist da auch eine Party? Bei mir im Hotel? Ja. Noch nicht, aber bald. Echt? Ja. Mit Kuchen? Ja, Kuchen. Ich mag Kuchen. Du magst Kuchen? Ja, ja. Erdbeerkuchen und ja. Pfannkuchen. Okay, Pfannkuchen, Erdbeerkuchen. Okay. Okay. Ja. Okay, dann bin ich mal weg. Okay. Ja. Mach's gut, ne? Mach's gut und grüß die. Was war das nochmal? Was denn? Die toten Leute, die Welt erobert haben, regieren. Was? Was laberst du denn? Nein. Was für tote Menschen? Hast du nicht von toten Menschen geredet? Nee, das sind die Aztateken. Die sind schon längst ausgestorben. Die wurden von den alten Imkos zerstört. Ja. Grüß die. Gut. Okay. Ja, dann bis morgen, ne? Ja, tschö. Ja, bis morgen. Tschö. Ja, ach du Heiland, Alter. Jetzt mal ohne Flags. Dafür liebe ich gerade im Moment diesen Server. Dafür liebe ich gerade im Moment diesen Server. Oder generell, wenn du irgendwo neu anfängst. Es gibt so viele neue, geile Charaktere, die man noch gar nicht kennt. Wahnsinn. Wie gestern mit Johnny Laser, Miss Miyagi und jetzt heute hier
Die Hamster-Lady, ich werd bekloppt, ey. Oh. Ja, schaut. Sind Sie die Frau vom Findermisch? Nein, ich bin die Frau aus Bitty. Oh, fuck, Alter. Ja. Oh, was ist denn jetzt los hier? Ich hab nichts gemacht. Also, okay. So. Hab dich gesehen. Auf Finder mich. Punkt. Kann Kaffee und Kuchen machen. So, okay. Hab dich gesehen auf Finder mich. Kann Kaffee und Kuchen machen. Leck mich am Arsch, was hier los. Wir spielen morgen GTA. Wir spielen morgen Abend GTA. Ja. The Core, dank,